Ja, in unserer Bemühung, euch immer wieder auch neue Speaker auch aus anderen Regionen Deutschlands und der Welt zu präsentieren. Ja, wir haben ja schon Leute aus London eingeflogen. Heute ist der Weg ein bisschen kürzer geworden, aber wir haben einen Gast aus Köln da. Vielen Dank. Der Pascal ist gestern extra angereist. Ja. Genau. Pascal ist von der Rewe Digital. Genau, hier steht's. Nächste Woche sind wir dort übrigens auch zu Gast. An der Stelle schon mal herzlichen Dank. Also 24.05. sind wir in Köln bei Rewe Digital mit einem Cloud-Frühstück entsprechend zu Gast. Und du machst jetzt einen Technical Talk über Kubernetes, Stateful Sets. Und wir freuen uns. Wer von euch ist so eher Techie, der sagt, cool, werde ich verstehen? Wer von euch ist eher so, ich werde keinen Plan haben davon? Pascal, okay? Es ja. Kommt drauf an, wie verständlich. Alles klar, dann sind wir mal gespannt. Ja. Also Pascal, deine Bühne. Okay, Kubernetes, großes Thema an sich. Vor knapp 4 Jahren war es halt ein bisschen en vogue, alles in Microservices zu schneiden und in Docker-Container zu packen. Ich hoffe, Docker ist den meisten ein Begriff. Wenn man das dann tut, hat man natürlich das Problem, wo lasse ich diese Docker-Container laufen? Das heißt, da fehlt noch relativ viel drumherum, um daraus wirklich was Gutes zu machen. Und das ist dann der Punkt, wo Kubernetes sehr viel für einen tut. Ich habe hier ein paar Slides vorbereitet, relativ wenige allerdings nur. Ich werde danach ein bisschen Demo machen. Da mag ich den Nervenkitzel, dass ganz viel schief gehen kann. Ich hoffe aber, dass das nicht der Fall ist. Die Präsentation natürlich auch in Google Slides gemacht, wie sich das gehört. Genau, ich werde erstmal einsteigen, so einen kleinen Überblick über Kubernetes geben, ein bisschen die Terminologie klären, ein bisschen zeigen, was ist das überhaupt, was tut das für mich. Kubernetes selber ist im Prinzip nochmal eine Abstraktionsschicht über sehr, sehr viele Technologien. Im Kernpunkt über Docker, das bedeutet, ich muss Docker-Container und sowas nicht mehr selber irgendwie starten und managen, sondern das tut Kubernetes für mich. Und das Ganze auch hinweg über den kompletten Container-Lifecycle, das heißt vom initialen Deployment bis hin zu Updates, bis hin zum End-of-Life, wieder offline nehmen. Ich habe Abstraktionswege fürs Netzwerk, das bedeutet, ich habe in meinem Docker-Container jetzt einen Webserver laufen, im einfachsten Fall, möchte den nach außen exposen. Ja, jetzt verabschiedet sich das Mikrofon. Genau, auch das wird mir von Kubernetes abgenommen und das geht dann halt weiter auch hin zu Storage und mit Custom Resources habe ich die Möglichkeit, auch eigene Dinge dort zu erweitern. Das heißt, ich habe vielleicht im Unternehmen irgendwo im Technologie-Stack noch eine Komponente, die ich mit anbinden möchte. Dann kann ich auch da mir etwas bauen im Kubernetes, um dort quasi dieselbe Schnittstelle zu haben, um alles zu verwalten, was ich so technologisch brauche, um meinen Microservice zu betreiben. Die Herausforderung bei Microservices ist halt, und da kommen wir dann zu dem Thema, wo ich gleich etwas tiefer einsteigen möchte, klassischerweise ein Microservice ist stateless. Jetzt betreiben wir bei der Rewe einen Lieferservice, hauptsächlich als relativ großes Projekt und es hat sich gezeigt, unsere Kunden mögen eigentlich State schon ganz gerne. Das heißt, wenn die eine Bestellung abliefern, freuen die sich halt auch, wenn die dann gespeichert wird und irgendetwas damit passiert und die Sachen nicht irgendwo landen und weggeschmissen werden. Und das ist etwas, das wurde in der Vergangenheit gelöst, dass man halt richtig hip ganz viele Microservices hatte irgendwo laufen und in der Mitte zum Beispiel eine große Datenbank. Das ist natürlich ein bisschen hart, der Kontrast dann zwischen diesen beiden Arten, Dinge zu tun. Da gibt es jetzt seit, ich bin mir nicht sicher, seit welcher Version, ich glaube Kubernetes 1.2 oder 1.3, die ist ungefähr 3 Jahre alt, glaube ich, gibt es die inzwischen sogenannten Stateful Sets und die kümmern sich halt exakt um dieses Problem. Okay, reden wir über die Google Kubernetes Engine. Kubernetes selber ist ein quelloffenes Projekt, das heißt, das kann ich mir runterladen, installieren, das kann ich betreiben bei Azure, das kann ich bei AWS betreiben und das kann ich mir auch lokal irgendwie auf meiner On-Premise-Server-Farm installieren. Google war jetzt so freundlich, das Ganze noch als Managed Service anzubieten, nennt es dann die Google Kubernetes Engine, kurz GKE. Vorteil von der Geschichte ist, ich muss mich um ganz, ganz, ganz viele Probleme nicht kümmern. Basically klicke ich einfach nur auf einen Button und dann habe ich mein Kubernetes-Cluster, was, wenn ich das per Hand installiere, schon mal ein bisschen länger dauern kann. Weiterhin ist die Integration natürlich sehr, sehr schön. Die Google Cloud-Plattform bietet einem halt sehr viele Komponenten drumherum, wie zum Beispiel die Netzwerk-Load-Balancer, wie
Google Storage, wie die Persistent Disks, die jetzt auch bei den Stateful Sets eine Rolle spielen. Und da ist die Integration einfach sehr, sehr gut. Das heißt, es funktioniert einfach alles out of the box. Der Nachteil bei so einer Management-Lösung ist natürlich, ich komme nicht an mein Kubernetes-Master dran, wenn ich dort irgendwas tun muss oder möchte. Der Vorteil ist, ich muss da auch nicht dran. Das heißt, das komplette Management, das Upscaling, wenn mein Cluster größer wird, passiert alles automatisch. Als kleines Bonbon ist es jetzt seit einigen Monaten, glaube ich, so, dass der Kubernetes Master an sich kostenlos ist. Das bedeutet, ich zahle ausschließlich die Compute-Instanzen, die halt meinen Nodepool bereitstellen. Und dadurch wird das Ganze natürlich nochmal attraktiver, weil es halt einfach gratis mitkommt. So, die Stateful Sets ist halt quasi das Werkzeug bei Kubernetes, um mit diesem Problem umzugehen, okay, wie speichere ich denn Daten? Das übliche Mittel, das war hier auf der vorderen Folie, hier Deployment schimpft sich das, da sage ich halt einfach, also das ist ein komplettes Beispiel, das kann ich so in Kubernetes reinpacken und dann läuft das. Da gebe ich halt an, welcher Container soll laufen, ein paar Metainformationen, wie viele Replikas möchte ich haben und feuerfrei. Das Problem ist halt, wenn ich dann dort Änderungen am Filesystem mache und das Ganze neu starte oder rauf und runter scale, dann sind die Daten wieder weg. Und das ist natürlich relativ ungünstig. Was bei den Stateful Sets nun noch dazu kommt, sind die hier auf dem Screenshot gezeigten Volume Claim Templates. Template deswegen, weil für jede Replik, die ich erstelle in meinem Stateful Set, ein eigener Volume Claim erstellt wird. Ein Volume Claim ist auch wieder Kubernetes-Sprech für eigentlich nur eine Ressourcenanforderung, wo man sagt, ich hätte gern irgendwas, wo ich was drauf speichern kann. Bei der Google Kubernetes Engine funktioniert das dann auch sehr, sehr gut out of the box mit den Persistent Disks von der Compute Engine. Das bedeutet, für jede Replik, die von meinem Service über ein Stateful Set erstellt wird, wird im Hintergrund automatisch eine Disk in der Google Compute Engine erstellt, beziehungsweise wenn es schon eine gibt, weil zuvor eine erstellt wurde, wird auch diese wieder genommen und an exakt diese Instanz drangestöpselt, sage ich mal. Das bedeutet, die Stateful Sets garantieren an der Stelle, dass ich A, einen Persistent-Speicher habe und B, dass ich, egal wie oft ich das Ganze an- und ausschalte, dass es immer wieder exakt der gleiche ist, der auf diese jeweilige Instanz eingehangen wird. Das Ganze kann ich dann verwenden wie ein normales Filesystem. Das bedeutet, ich habe die Möglichkeit, dort klassische Datenbank-Workloads zu betreiben oder weiß ich nicht, ein FTP-Server oder whatever. Das bedeutet, an der Stelle war mindestens bei uns bei der Rewe ein Punkt erreicht, wo wir, dadurch, dass wir von Microservices herkommen und Kubernetes verwendet haben für deren Betrieb, da waren wir in der Transformation, wo wir uns aktuell noch drin befinden, kurz davor, Compute-Instanzen zu benutzen für unser Kafka-Setup mit einigen 100 Gigabyte, bis wir dann gesagt haben, halt, wir haben ja die Stateful Sets, die uns eigentlich alle Werkzeuge bieten, die man braucht, um so etwas in Kubernetes zu tun. Der große Vorteil dabei ist dann natürlich, dass ich den Technologie-Stack relativ schmal halte. Ich habe nur Kubernetes, mit dem ich mich beschäftigen muss. Und der zweite Vorteil ist, es gibt viele Dinge, um die ich mich nicht kümmern muss. Zum Beispiel dieses Betriebssystem wird einem da relativ elegant abgenommen. Das heißt, ich habe von Google die Nodes, die sind provisioniert mit dem standardmäßig mit dem Container Optimized OS. Das ist ein relativ schlankes Betriebssystem. Ich kann Auto-Upgrades aktivieren. Das bedeutet, zu festgegebenen Zeiten werden zyklisch meine Nodes offline genommen, geupdatet, wieder online genommen, die Workload wird neu verteilt und im Idealfall merke ich da überhaupt nichts, wenn mein Service entsprechend resilient ist. Ein zweites Thema, hier ganz oben aufgeführt, Stable ID. Dieses Hello World-DD7F6C557-LQJ7X ist nicht ganz so eingängig und das Fiese dabei ist auch, das ist bei jedem neuen Deployment, ist das irgendwas anderes. Bei den Stateful Sets wird das dann einfach gesuffixt mit einer Zahl von 0 aufsteigend. Auch das wieder komplett deterministisch, das heißt, es ist immer die gleiche, ich kann damit rechnen und über diese Namen kann ich meine einzelnen Instanzen dann auch innerhalb des Clusters im Netzwerk erreichen. Das heißt, an den Stellen, wo ich zum Beispiel ein Zookeeper habe oder ein Kafka habe oder andere Komponenten habe, wo ich darauf angewiesen bin, dass verschiedene Instanzen miteinander kommunizieren, dann weiß ich im Vorfeld schon, wie die anderen Instanzen heißen werden und kann meine Config da entsprechend abbilden. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Steigen wir da mal ein. Ich habe da mal ganz fix was vorbereitet. Ich habe gestern mal ein kleines bisschen Python zusammengehackt, um
ja, irgendetwas mit State zu haben, und damit man das auf dem Beamer dann auch ganz gut erkennt, ist das hauptsächlich eine Seite mit einer bestimmten Hintergrundfarbe. So, zuallererst Clear mal ein bisschen größer machen. So, ich hoffe, der Punkt ist erreicht, wo das jeder sehen kann. Ist das für irgendjemand noch zu klein oder geht's? Okay, super. Kubernetes selber benutze ich mit dem Befehl kubectl, kubectl. Das gibt mir die Möglichkeit, sämtliche Dinge zu steuern, zu tun, abzuholen, die ich da so machen kann. Zum Beispiel kann ich hier machen ein Kubernetes get deployments. Und dann sehen wir, okay, da gibt's nichts. Jetzt habe ich hier einmal so einen YAML-File, wie wir das auf der ersten Folie schon gesehen haben, wo halt neben einigen Metainformationen hier eigentlich nur drin steht, okay, ich habe einen Container, den möchte ich PyState nennen, der wird bedient aus diesem Docker-Image und der hat noch irgendwas mit Netzwerk, in dem Fall den Port 8080, das ist defaultmäßig TCP. Und wenn ich das Ganze jetzt hier starten möchte, kann ich sagen kubectl apply minus F für File, mein Dateinamen, Enter, warten, fertig. Wenn ich jetzt hier den Befehl von vorhin nochmal mache, das kubectl get deployment, sehe ich halt, ah super, da gibt es irgendwas, desired, eins ist die Anzahl der Replikas, die ich haben möchte, davon gibt es einen, der ist aktuell und sogar verfügbar, das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit mit Health-Checks zu arbeiten, Kubernetes selber kümmert sich dann darum, Dinge, die nicht mehr ganz okay sind und wo der Health-Check sagt, lieber kein Traffic drauf, die werden eiskalt gelöscht, dann kommt direkt Ersatz und alles läuft hoffentlich so weiter, wie man sich das wünscht. Das zweite Ding, die Services, ist quasi eine Möglichkeit der Abstraktion von Netzwerkressourcen, in diesem Fall von Google Load Balancern. Und da sieht man, ich habe hier auch eine externe IP-Adresse bekommen, das heißt, im Hintergrund wurde seitens Google direkt ein Load Balancer erstellt. Da können wir auch noch mal kurz drauf schauen. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu sehen. Load Balancing. Und dann sehen wir hier diesen Load Balancer mit diesem total uneingängigen Namen. Aber das sind quasi die Google Cloud Ressourcen, die von Kubernetes im Hintergrund direkt angelegt werden, ohne dass ich dafür irgendetwas selber tun muss. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, alles, was ich so machen möchte, schön in Code zu gießen und dann läuft das einfach. So, das ist jetzt die Seite. Hübsches blaues Ding. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich hier auf den Pfad gehe, kriege ich ein Formularfeld. Da kann ich eine Farbe eingeben, zum Beispiel Yellow. Send. So. Und wenn ich jetzt auf den Endpunkt von eben drauf gehe, sehe ich, okay, super, ist gelb. Das Problem, was ich jetzt hier mit den Deployments habe, wenn ich diese Instanz, wo ich jetzt die Farbe geändert habe, wegwerfe, dann ist das erstmal nicht so schlimm, weil Kubernetes weiß halt, okay, im Deployment steht, ich möchte eine Instanz haben, deswegen sorgt Kubernetes jetzt im Hintergrund dafür, dass das auch so ist. Das bedeutet, die eine habe ich gelöscht, es kam direkt eine neue wieder. Das Unschöne ist jetzt, wenn ich hier die Seite neu lade, habe ich irgendwie meinen Status verloren und das ist halt häufig kein Problem, hin und wieder, aber doch und wenn, dann ein sehr großes. Wenn ich hier jetzt statt mit den Deployments mit einem Stateful Set arbeite, das sieht dann so aus, das heißt, dass diese YAML-Repräsentation, die Kubernetes bekommt, um zu wissen, was es tun soll, die sieht fast komplett genauso aus wie bei den Deployments, mit dem Unterschied, dass hier Stateful Set steht anstatt Deployment und ich hier dieses Volume Claim Template habe. Da hatten wir gerade schon mal drüber gesprochen, das heißt, für jede Instanz wird ein Volume angelegt, wenn noch keins existiert, in diesem Fall mit einer Größe von 1 GB. So, jetzt schmeiße ich erst einmal das alte Deployment weg. So, deleted. Wenn ich hier die Seite neu lade, ist es wahrscheinlich, ja,
da passiert nichts mehr, gleich laufen wir in Timeout, Error, ist nichts deployed. Ich werde jetzt, genauso wie ich eben das Deployment gemacht habe, das Stateful Set hier deployen. Ging genauso schnell. Bis die Pods da sind, kann es unter Umständen minimal länger dauern als bei den Deployments, wegen dem Hintergrund, dass dort im Hintergrund halt eine Disk entsprechend drangehangen werden muss. Das kann unter Umständen, wenn die noch erstellt werden muss, mal einige Sekunden dauern, aber ich glaube, das kann man üblicherweise verschmerzen. Und es läuft. Sehr gut. Ich habe hier wieder mein schönes Formular. Dann machen wir diesmal, ich weiß nicht, wet. So, ist rot. Und wenn ich jetzt hier hingehe, einmal, ich habe hier den stabilen Namen, einfach nur mit diesem minus 0, das ist viel handlicher als das, was wir davor hatten mit PyState minus Deployment und lange, lange Zahl. Auch hier, wenn ich sage, okay, lösch das bitte, Stateful Sets haben auch wieder die Info, wie viele Replikas sollen laufen, sorgen dafür, dass das so ist. Hier, age 2 Sekunden, der ist relativ frisch, Container Creating, läuft. Und wenn ich jetzt hier die Seite neu lade, ist sie weiterhin rot. Und das ist im Prinzip das, weswegen man Stateful Sets machen möchte. Das Ganze hat natürlich ein paar kleine Nachteile im Vergleich zu Deployments. Dadurch, dass ich hier mit Volumes arbeite, die attached werden, bin ich etwas unflexibler, was meine Deployment-Strategien angeht. Bei Kubernetes-Deployments kann ich halt sagen, okay, starte erst einmal die neue Instanz, bevor du die alte wegschmeißt. Das heißt, effektiv habe ich keinerlei Downtime mit Stateful Sets, funktioniert das nicht, weil erst das alte weggeschmissen werden muss, um die Platte freizugeben und so Sachen. Das heißt, wenn ich es nicht brauche, bitte weiter Deployments verwenden. Ansonsten, wenn ich State habe, sind diese Kubernetes Stateful Sets eine sehr, sehr gute Sache. Das war's. Eine Frage. Ja, vielen Dank. Geht, ja. Diese Speicherung von diesem State ist ja jetzt, so wie ich das halt dann denke, in einer Datei passiert. Genau, da kann ich diesem, auf diesem Volume gespeichert wurde. Exakt, genau. Das sind hier diese Codezeilen, kann man das sehen? Ja, ich denke schon, wo ich halt ganz klassisch eine Operation auf ein Filesystem mache. So wie ich das mal verstanden hatte, ist aber doch dann halt das, sag mal, sowas, so ein State oder im Prinzip in so einem verteilten System Dateien im Filesystem speichern, so ein bisschen pfuiber. Ja, es hängt hieß doch immer, man soll eigentlich alles in eine Datenbank reinbringen. Ja, aber wo läuft die Datenbank? Ja gut, also... Die wird, irgendwo sind es halt doch wieder Dateien und das ist halt exakt das Problem, was ich da lösen kann. Wenn ich es nicht brauche, sollte man es bitte nicht erzwingen, es zu benutzen. Das heißt, wenn ich sage, so ein Google Storage Bucket macht eigentlich das, was ich möchte, dann soll ich das tun. Wenn ich ein Cloud SQL als Managed Service von Google benutzen kann, dann so. Aber am Beispiel von Kafka, was wir betreiben, ich weiß nicht, kennt irgendjemand Kafka? Okay, einer. Kafka an sich ist ein verteilter Message Bus, wo ich verschiedene Queues habe, wo ich Daten rein und raus lesen kann mit so einem Subscriber-Prinzip. Und das ist etwas, das gibt es zum Beispiel bei Google nicht direkt. Die haben PubSub, was von der Technologie her ähnlich ist, aber das müssen wir selber machen. Und das ist halt ganz klassisch etwas, was man sonst auf einem Server betreiben würde, wie zum Beispiel auch so eine Datenbank. Und irgendwo findet man halt immer wieder mal die Stelle, wo man mit Festplatten und Dateien arbeiten muss. Anderes Beispiel, Prometheus fürs Monitoring oder ein InfluxDB. Irgendwo laufen halt immer mal wieder Sachen in Files zusammen und hier habe ich mit Stateful Sets die Möglichkeit, dass ich da nicht extra dann für eine Compute-Instanz oder einen klassischen Server irgendwo hinstellen muss. Und dann noch eine Frage, noch zwei Fragen eigentlich. Kann man sich jetzt dieses Stateful, dieses State, oder nee, dieses Set eher rein wie nur Plattenplatz vorstellen, wo ich einfach jetzt drauf speichern kann, oder ist das im Endeffekt auch eine VM, wo vielleicht auch nur eine Anwendung drauf laufen könnte? Das Stateful Set ist im Prinzip das Äquivalent zu dem Kubernetes Deployment. In beiden Fällen habe ich es nur mit einem Docker-Container zu tun. Nichts anderes, der halt dort läuft, auf Nodes verteilt. Das heißt, das ändert sich nicht. Der Unterschied beim Stateful Set ist, dass ich hier diesen Volume-Mount habe. Das bedeutet, ich gebe ihm ein Volume mit, was dem entspricht, was ich hier bei dem Volume Claim Template habe. Das heißt hier, der Name DataDir, das ist im Prinzip die Verbindung, die halt sagt, dieses Ding hier, häng das hier an diese Stelle ins Dateisystem rein.
Und das ist im Hintergrund einfach nur eine Google Disk, die dort erstellt wird. Da können wir auch noch mal kurz drauf schauen, um sämtliche Klarheiten zu beseitigen. Compute Engine Disks. Genau, hier diese 1 GB Platte sieht man von hinten wahrscheinlich relativ schwierig gerade. Das ist im Prinzip die Disk, die hier on demand jetzt für mich erstellt wurde. Also weiteres Beispiel, wenn ich jetzt hier hingehe und sage jetzt, okay, ich möchte nicht eine Instanz, sondern 2 Instanzen haben. Pods, genau, Pending. PV ist in Kubernetes quasi das Kürzel für Persistent Volume und das bildet dann hier auch 1:1 diese Google Disks ab. Die sind per Netzwerk dann angebunden an meinen Container und stehen dort als normales Filesystem zur Verfügung. Und wenn man hier jetzt die Seite neu lädt, ist hoffentlich schon, genau, hier eine zweite Disk entstanden, die dann direkt attached wird und daraus ergibt sich jetzt wieder noch eine Frage, ist ja schlimm. Kann man diesen Speicher auch mit einem anderen System noch einbinden, um jetzt da ein Backup zu machen oder Monitoring oder sonst was? Oder ist das nur speziell an dieses Deployment gebunden? Das kann man ändern. Also ich habe hier einmal, Stichwort Backup, ich kann einfach über die Google Cloud Plattform Snapshots von einer solchen Disk erstellen. Das heißt, das wäre ein relativ charmanter Weg, sich hier um Backups zu kümmern. Ich kann ein Image erstellen, ich kann diese Disk aber auch rausziehen aus diesem kompletten Kontext an und zum Beispiel an eine Google Compute Instanz dranhängen. Das heißt, das ist eine ganz normale Disk, da läuft standardmäßig ein X4-Filesystem drauf, was ich dann halt mit eigentlich jeder Linux-Distribution in Zugriff nehmen kann. Okay. Also wir haben es auf jeden Fall geschafft, mich komplett abzuhängen an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Ich bitte vermute, gerne. Dass einigen im Raum auch sozusagen nicht an allen Stellen einfach gefallen ist, dir zu folgen. Du hast ja irgendwann auch angefangen, das ist ja noch nicht so alt. Mhm. Wie lange machst du jetzt mit Kubernetes und diesem States-Raum? Das ist jetzt ungefähr 1,5 Jahre. Okay. Und wie kommt man da rein? Also der Peter hat ja schon ein paar Mal hier Vorträge gemacht. Was waren sozusagen deine Genese für das ganze Wissen, das du dir vorstellen kannst? Ich sag mal, vorher beim Kleinschneiden von Monolithen zu Microservices hat man halt häufig schon Kontakt mit Docker-Containern gehabt. Mhm. Und da erlebt man sehr, sehr, sehr viele Schmerzen, wenn es halt darum geht zu gucken, wo lasse ich die denn laufen und wie lasse ich die laufen, wie gestalte ich den Lifecycle. Und das ist halt etwas, wo Kubernetes so gut drin ist, dass es sich halt auf jeden Fall lohnt, sich das anzuschauen. Das ist halt dafür der de facto Stand. Und deswegen, da muss man mal die Zähne zusammenbeißen. Das tut 1-2 Monate erstmal richtig weh. Also ich lerne heute noch jeden Tag neue Sachen darüber, aber unterm Strich lohnt es sich. Und wenn man die Konzepte einmal verstanden hat, ist es relativ eingängig. Und ich verstehe das so, dass du sagst, ich musste mich quasi damit auseinandersetzen, weil alles andere nur zweitklassig war. Ja, also man kann natürlich ganz viel selber bauen. Das ist auch das, was wir zum Beispiel davor getan hatten. Und es hat sich gezeigt, dass das einfach Kosten nutzen. Mit Kosten meine ich insbesondere die Aufwände dahinter. Das steht in keinem Verhältnis. Und da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der Probleme hat, die sich damit erschlagen lassen, sich mal Kubernetes anzuschauen. Die Alternativen sind relativ dünn gesät. Da gibt es von Apache ein paar Projekte, die aber vom Umfang her nicht vergleichbar sind mit Kubernetes. Und insbesondere die Google-Integration ist natürlich da nochmal ein Plus. Wie viel läuft bei euch in der Google Cloud und wie viel hostet ihr selbst noch? Aktuell von unserem E-Commerce-Teil, der Lieferservice, der ist noch zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil on-premise gehostet. Wir haben jetzt diverse Projekte, Big-Data-Projekte, Fulfillment-Komponenten, die wir komplett in die Google Cloud ziehen. Aktuell läuft auch die Transformation von den ganzen E-Com-Services in die Google Cloud auf die Google Kubernetes Engine. Das sind aktuell, laufen da schon einige hunderte Container in unseren verschiedenen Google Cloud-Projekten. Das heißt, die neuen Sachen sind dann eher Google Cloud-Plattform? In der Regel, projektabhängig. Frank? Ich bin mir sicher, ihr habt schon alles getan, damit ihr am 25. Mai das weiter benutzen könnt und habt eine entsprechend riesige Verträge mit Google, Datenverarbeitungsverträge abgeschlossen? Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Thema, die DSGVO. Ich glaube, das trifft jeden. Das sieht man halt auch, wenn man jetzt sein E-Mail-Programm aufmacht, da gibt es von sämtlichen Services, wo man vielleicht
registriert es irgendwelche Mails mit hier sind neue Datenschutzvereinbarungen und sowas. Und da haben wir natürlich auch ordentlich Manpower hinter, um zu gucken, dass wir da pünktlich die Anforderungen hinreichend gut erfüllt haben. Das ist die perfekte Überleitung. Wir können noch 0,37 Fragen zulassen, während der Vicky vielleicht mal mit seinem Rechner hier vorkommt, um uns mehr über Datenschutz, GDPR, DSGVO und so weiter zu erzählen. Pascal, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich ein hervorragender Vortrag. Und klang auch für die, die es nicht verstanden haben, sehr kompetent. Ich wünsche dir immerhin, das reicht mir. Ansonsten, wenn später noch Fragen auftauchen, ich bin hier nicht aus der Welt. Einfach vorbeikommen. Ja, vielleicht noch ganz kurz, bevor du gehst, wenn ich jetzt, das ist ja für uns auch ein wichtiges Medium, ich gucke mir auf YouTube das Video an und kenne den ganzen Kram schon und denke, Mann, der Kerl, der hat ja keine Ahnung, wie erreiche ich dich jetzt? Hast du einen Twitter-Handle? Ich habe einen Twitter-Handle, @unsignedlong, ansonsten bei Xing, Pascal Schmiel, da gibt es hoffentlich nur mich. Ja. Ansonsten der Typ, wo irgendwas mit Kubernetes und Computer steht, das werde ich sein. Alles klar, Pascal, vielen Dank. Super. Bitte, gerne.